Hallo und willkommen zurück bei Let's Play The Cave. Und ja, wir waren jetzt zuletzt am Strand. Wieso liegt denn hier unser ganzes Zeug rum? Wir nehmen ja hier unser ganzes Zeug halt mit. Und jetzt gehen wir mal mit unserem Lieblingscharakter, dem Ritter. Und... Nee, schwimmen gehen wir nicht. Genau, wir müssen jetzt uns alle in das Boot setzen. Komm, hepp. Und noch den Mönch. So, alle drei haben ihr Abenteuer. Wartet mal. So. Ja, absolviert. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt hingeht. Schnell, schnell, rein ins Boot. Hey, anyone know any sea shanties? 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Oh, that's more a bar song than a sea shanty. Ooh, I've got one. 99 bottles of rum on the wall, 99 bottles of rum. Alter, wie viel Haie? Boah, ist ja krass. Im Hintergrund, ey. Also hier möchte ich nicht ins Wasser fallen. Rescued. Rescued? Shut up. After years on this blasted island, I can finally leave. Finally leave? Shut up. Shut up. Shut up. I'm going to go collect my stuff and get my beloved dog Spanky so we can skedaddle. Beloved dog? Shut up. Well, from stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave. Things aren't exactly looking up for our friends now, are they? No, they're not. Diese Höhle, die ist einfach so geil. So, dann gehen wir mal mit den ganzen Leuten hier raus. Und schnappen uns den Ritter. Und müssen jetzt hier erst einmal... Wir gehen mal direkt hier hoch. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie von der Insel runterkommen. Was? Fährt auf C6? Ist das nicht Schach? Nee, das. Ich nehme mein Amulett mit. Polly will einen Keks. Polly. Polly ist der Papagei. Das erinnert mich irgendwie an Monkey Island, ne? Da gab es da auch mal so ein. Bei Herman. Herman Toothwood hieß der, glaube ich. Da waren die. Der war auch auf so einer Insel gestrandet. Da gab es einen Papagei, der hieß, glaube ich, auch Polly. Ein gerades Rohr. Wartet mal, dann nehme ich mal doch meine Abenteurerin, weil ich möchte nicht unbedingt... Können wir vielleicht... Dann nimmt die mal das gerade Rohr. Hier haben wir einen Schalter. Und wissen nicht, wofür. Naja, das kriegen wir vielleicht noch später raus. Und hier geht's nach unten. Gefühl, da unten werden wir bestimmt tot sein. Schauen wir mal hier hoch. When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. I'll join you for the big rescue. Big rescue? Shut up. Not sure how to break it to that adorable old hermit, but their boat only seats three people. Might I suggest to our three friends that they move the boat across the island very quietly? Quietly? Shut up! Okay. Ach du Scheiße. Es passt nur dreimal ins Boot und der will mit. Ah, da oben. Schaut doch, was wir da oben haben. Wie komme ich denn da hoch? Ah. Ein unerfüllter Traum. Herauszoomen. Und damit ist die Geschichte vollständig. Vom... Mönch. So, dann gehe ich doch mal eben durch. Der Mönch. Ein einziger Schritt. Okay, dann ist, da war ein junger Lehrling. Der halt mangelnde Balance, mangelnde Konzentration, also er war nicht gut. Mangelnde Grazie, ihm hat es überhaupt an allem gemangelt, wie ich das so sehe. Dann hat sich Ärger ergeben und ein Traum, der nicht erfüllt wurde. Ja, das war bestimmt dieser Aufstieg zum Meister. I wonder if the dog is ranked. Kann man das hier... Ich schieb das mal... Oh, oh. Wo ist das jetzt hin?
So, das mal, was haben wir denn hier oben noch? Querrohr. Okay, jetzt haben wir ein normales Rohr und ein Querrohr. Falle ich jetzt hier runter? Was haben wir hier? Ah, dafür bist du bestimmt. Ich verstehe, ich verstehe. Damit wir hier wahrscheinlich hochkommen. Jetzt haben wir hier noch so eine Flagge. Das ist Nummer 2. Ich gehe mal eben hier rüber. Wo kommt denn hier her? So, und jetzt bin ich Höhlentor. Ach, hier muss ich wahrscheinlich das Boot hinbringen. Was haben wir, oh, was haben wir denn hier? Eine Schachtel Cracker und eine Dose Mais. Okay, die Schachtel Cracker muss ich wahrscheinlich irgendwie den Vogel dann damit locken. Das Teil muss ich mit Sicherheit hier irgendwo lang ziehen. Ich kann das ja bestimmt hier irgendwie... Ah, seht da, genau. Damit ich hier rüberkomme. Okay, was haben wir hier? Rohrstutzen, wartet mal. Perfekt. Oh Mann, was ist denn das hier? Okay, anscheinend gar nichts. Da unten haben wir noch so ein Zeichen. Ist das nicht oder Mönch? Noch ein Zeichen vom Mönch? Hm. Komme ich da hin? Ich muss die Euro hier hinten lang gehen. Ah, hier. Guck mal. Kann ich auf diese Steine. Muss ich auf die Steine springen? Ah, also so geht's natürlich auch. Nee, das ist die Abenteurerin. Das mal. Haben wir. Von der haben wir jetzt auch alle komplett. So, die Abenteurerin. Ruhmreiche Entdeckung oder so. Dann wohl allein im Rampenlicht. Die Partner wurden sauer. Sie wurde verbannt. Hat einen Racheplan geschmiedet. Stacheln und Schlangen und das. Und Stacheln, achso. Tödliches Dynamit. Sie hat halt eine Falle gezündet und der richtige und auf den richtigen Moment gewartet. Okay. So, komme ich. Das gar nicht bemerkt, dass ich da oben das Teil habe, aber ich habe es einfach mal. Na, umso besser. Super. Wo geht's jetzt hier lang? Okay, wenn ich das hier oben sehe, muss ich das bestimmt wegsprengen. Das sind so eine Felsen, die kann man weghauen. Dann kommt das Wasser von oben runter. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Muss ich mal gucken. Und hier habe ich noch einen Schalter. Alles klar, wartet mal. Wenn die jetzt hier ist, was passiert denn, wenn ich, kann ich jetzt hier, muss ich den Weg zurücklatschen? Ja, boah, das war knapp. Obwohl, was passiert, wenn ich hier runtergehe? Guck mal. Ach so. Na, herzlichen Glückwunsch, da lande ich hier oben drauf. Dann gehe ich mal mit dem eben hier lang. Hier ist ein Seil. Kletter ich mal hoch. Rohrstutzen. Hier habe ich noch mehr. Das müsste ja fast die letzte Geschichte vom Ritter. Ja, da haben wir die drei Geschichten von den Leuten voll. So, also der Ritter war ein Bauernjunge. Dann hat sich eine Gelegenheit ergeben. Er hat sich verkleidet als Ritter und hat den anderen zurückgelassen. Unwissenheit vorgetäuscht. Also, achso, dann gab es hier Überfälle von anderen und der Ritter müsste eigentlich, ein Ritter hilft. Hat dann so getan, als ob, okay, ich hab nichts gesehen. Dann trat er als falscher Held auf. Ist abgetreten als falscher Held. Hat einen Drache angegriffen. Und die haben sich gefragt, wer uns retten wird. Okay. So, und jetzt haben wir hier doch eben Rohrstutzen. Hier muss ich bestimmt das Teil von, was noch oben bei diesem, ja, Schiffbrüchigen war. So, komme ich denn hier lang?
Hier ist auch noch Rohrstutzen. Okay. Na. Wie komme ich denn jetzt wieder da ganz hoch? Höhlentour, was haben wir hier? Wasserventil? Aha. Ah, jetzt bin ich hier wieder vorne. Gut, jetzt will ich aber mal eben probieren, wo war denn hier dieser Schalter? Hier liegt noch der Hotdog rum. Hier war ein Schalter. So, die ist an einem Schalter. Der Mönch muss noch an den dritten Schalter. Wo waren? Der war da auch hier irgendwo draußen. Mit dem hopse ich mal hier rüber. Hier, wartet mal. Und die betätigt auch mal den Hebel. Aha, dann geht das hier auf. So, Femur. Ach, Femur ist der Knochen. Der ist bestimmt für den Hund oder so. Was haben wir hier? Das ist Dynamit. Das ist alles Dynamit. Das sind drei so einer Kisten. Kann ich denn jetzt hier hinrollen? Ich rolle einfach mal. Aha. Alter, das entzündet sich ja. Geht das in die Luft? Anscheinend nicht. Oder? Doch, es geht in die Luft. Okay. Scheiße. Jetzt muss ich mal was gucken gehen. Ah, die Kiste taucht dann hier wieder auf. Okay. Okay, das jetzt hier als Handhabe weiß ich noch nicht. Ich nehme aber erstmal den Knochen. Und versuch mal. Was ist denn das hier? Ach, das ist dieses Basin hier. Okay. Ich werde erstmal mit dem Knochen zu dem Hund gehen. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Insofern, wo war denn jetzt hier dieser Ausgang? Nee, scheiße, war falsch gelaufen. Nee. Mist, wie komme ich denn jetzt zu dem Hund wieder hin? Ich gehe einfach mal hier lang. Ne, hier war ja auch eine Sackgasse. Jetzt muss ich noch mehr Rohrstutzen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier lang. Hier lang. Da laufe ich halt rum. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Die Abenteuerin. So. Ab zu dem Hund. Der steht in der Flagge rum. Wo ist er, der Hund? Da. Ja, ich das Leben ist cool exposed, not too much. But what do I know? I'm just a cave. I'll join you for the big rescue. Shut up. Ja. When you get that boat of yours to the other side of the island, give me a shout. I'll join you for the big rescue. Big rescue. Shut up. Nee, anscheinend nicht. Dann probiere ich mal was anderes. Ich nehme mal eben den. Und versuche mal eben. Ja, die Kekse. So. Oder eine Schachtel Cracker ist das. Kekse sind der Cracker. Und damit gehe ich jetzt mal zu dem Vogel.
five. Na, das klappt wohl. When you get that boat of yours to the other side of the ice, give me a shout. And I'll join you for the big rescue. Okay, jetzt habe ich bloß... Shut up! Shut up! Jetzt habe ich... den Vogel bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Weil ich die Cracker habe. Aber was mache ich jetzt mit dem Vogel? Hä? Was denn jetzt? Hey, hey, komm zurück. Also hier will er nicht hin. Okay. Hä? Jetzt landet... Okay, jetzt landet er... Also ich behalte den mal bei mir. Ich weiß bloß nicht, wo ich mit dem... jetzt noch hin soll, ne?